Blindes Verständnis, das ist, da weiß man genau, was der andere wieder reagiert. Den braucht man nicht anschauen, da braucht man nicht lang überlegen, da weiß man, wenn der Walter den Ball hat, na, also dann nimmt er den über die Hacken und noch rennt ihr auf. Das habe ich gleich gewusst, denkt sie dann der Günther, denkt sie der Walter, naja. Oh, und beim Walter umgekehrt genauso, der weiß genau, als wären die Zwillinge, kann man sagen, weiß mal, was in denen vorgeht, da blind, einmal natürlich nicht blind, da macht jeder, aber muss jetzt nicht dem anderen da immer alles haarklein, das ist einfach, ist das, da war der immer. Das weiß man einfach. Das so. Und wenn da ein Haufen viel blindes Vertrauen, dann kann eine Mannschaft optimal zusammenspielen und ein Tor nach dem anderen neigen. So schnell schauen die anderen gar nicht.